Ja, servus Leute, ich bin Skadex und ich begrüße euch recht herzlich heute wieder in der Borderlands-Welt. Mit mir dabei ist der Smoker. Hallihallo, Und ja, zur Feier des Tages wollen wir euch alles erdenklich Gute zum zweiten Advent wünschen. Ja, und werden deswegen hier eine kleine Special-Runde machen von 30 Minuten. jo. Dann wünschen wir euch noch mal einen schönen zweiten Adventssonntag. Und jo, genießt die Folge und viel Spaß. Jo, wir haben unseren Roboter ja fast zusammen gebaut. Wir hatten da noch einen kleinen Fight, weil ich da runtergefallen bin. Und ja, in der letzten Folge war ganz lustig. Vielleicht für die wo es nicht gesehen haben, lohnt sich auf jeden Fall das noch anzuschauen, weil da ging es richtig rund. Ja, dementsprechend ruhig ist es jetzt. Gott sei Dank. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier mal unsere Konsole betätigen und schauen, was passiert. Das wird schrecklich toll. Es wurde nur schrecklich. Ist doch echt hart, oder? Die Konstruktion ist endlich abgeschlossen. Nur die Hülle muss noch für einen letzten Test in die Diagnosekammer. Wir können den KI-Kern, Felicity, dort installieren. Okay, weißt du, Jack, ich fand es nicht toll, dieses Gas zu töten. Vielleicht ist naja, das unten alles durch. ein Fehler. Ich töte auch nicht gern, Ah. Baby. Oh. Gnade. Wow. Oh shit. Ihr könnt mich nicht kalt stellen. Du down? Ja, ich hab's geschafft. Ich hab keinen Schild hoch. Wow. Shit. Wo bist du? Schieß auf ihre Warte. Fächlöcher. Das wird lustig. Schon mal eine andere Waffe reinsetzen, schnell. Wo ist er denn? Hier. Sind noch neu. Jawohl. War's das schon? Boah, die setzen übelstes Zeug gegen Schilde ein, ne? Teilweise. Also mein Schild ist dementsprechend oft eigentlich down. Das ist ein schlechtes. Oh, Schrotmuni. Muss ich jetzt erstmal sammeln. Bevor ich die wieder einsetzen kann. So, was sollten wir machen? Ich hab's vergessen. Den Raum was drücken dann. Dass wir den Test oder irgendwas starten. Mal schauen wir hier oben alles an. Achtung, es macht gleich bumm. Oder doch nicht? Okay. Nachladen oder was? Die Munition hat sich automatisch gleich mit ins Magazin reingehauen. Wow, wow, shit! Machst du? Kunde ist gerade rausgekommen. Sollst du nicht? Shit! Oh. Alter, nein! Nimm mal, den hab ich gleich. Ich hab's dir doch Jawohl. Gesagt! Kadix! Halt durch! Alter! Der kommt gerade aus dem Raum raus! Ah, hier hätten wir auch hingemusst. Du kannst mir nichts anhaben. Warte mal, bevor wir hier. Da ist eine Dark-Kiste. Granatenmonster.
Oh, 435 mal 6. Alter, was machst du? 411 mal 7. Oh, Alter. Man, nimm mal du, oder hast? Weil ich hab schon Granatenmods bis auf einstecken. Da muss ich erst mal ausklappen, ist da was da gut ist. Achtung, bist du da? Jo. Ja. Okay, der Prototyp scheint auf dem Weg in die Testkammer zu sein. Geh auch dorthin, damit wir unsere KI installieren können. Okidoki, die Uhr tickt. Gehen wir's an. Oh, so. Die Schrotze gefällt mir langsam. Ich nehme die auch gerne, die Schrotze. Wenn die Munition knapp ist, ist scheiße. Ja, das ist wo. Wo die eigentlich nicht so drauf, dass die Kugel nochmal explodiert. Ich will nicht, dass mein Speicher bereinigt wird. Ich will nicht zu einem. Können wir nicht einfach eine Kopie von mir in dem Constructor installieren? Wie lange würde es dauern, dich zu kopieren? Allerhöchstens ein paar Tage. Zu lang. Bis dahin habe dann den Mond schon aufplatzen lassen wie einen Pickel. Tut mir leid, Kleine. Es hilft nichts. Kammerjäger, los. Scheiße, wenn man du ist. Adieu. Etikette und Schelde für dich. Das ist scheiße. Was? Ja, dass wir die nicht kopieren können. So wie sie es gerne hätte. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite. Ich kaufe immer Waffen an, die du nicht brauchst. Das wird ein paar Tage dauern. So viel Zeit haben wir ja auch nicht, weil die Olle ja den Mund zerstören will. Aus irgendwelchen Gründen. Sei gegrüßt, Nina, gut für dich. Mach ich. Lecker Apfel. Rechts gekommen, weg du. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Peitschst du mich schon wieder aus? Na klar. Hör auf, ich steh drauf. Was? Ich hab grad irgendwas gekriegt. Mama wäre stolz, hab ich grad gelesen. Als ich verkauft hab. So, hier hoch. Noch ein neuer Raum. Oh. Oh, die tut mir richtig leid. Der, die KI. Nee, VI? Nee, KI, ne? KI. Verliere. Hast du? Ja. Steck muss mal rein, hä? Ja. Nein, bitte nicht. Und nein. Like schon. Ah, die tut mir leid. Alles, was uns im Kampf hilft. Löscht den Rest. Felicity, sorry. 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 Ich sterbe dich. Nein. 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 Oh, weh, jetzt pass auf, jetzt ist sie feindselig. Bleib stehen. Boah, leck. Was wollt, das könnt ihr haben. Hab ich doch geschafft. Oh. Shit! Sie ist immer noch da drin. Haben wir das Strafe? Fuck! Abschalten, aber nicht zerstören!
Ja, abschalten, wie denn? Ich schieß mit Strahlen und alles. Ey, da brauchen wir doch hier. Boah, mit Granaten Säure. Sogar. Boah. Boah, Mann, ich bin von dem IP. Boah, ich bin hier. Shit, macht ein Schild um sich. Boah. Wo bist du, KDX? Bin schon wieder da. Aber. Oh fuck! Nein! Wow! Alter! Oh, fuck. Du musst auf das Ding schießen, auf das Gelbe. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Heilige und Schütze! Alter! Oh! Auf das Gelbe! Oh, leck mich am Ärmel! Nein! Hopp, lad nach! Jetzt ist keiner mehr da zum Umbringen! Doch, da. Entschuldig, ich hab dich gleich. Ja. Oh. Oh, pass auf. Wir müssen das fliegende Ding abknallen, was die umschwirrt. Was ah, da brauch ich ein Ding. Oh, Mondstein. Die Dinger heilen die nämlich. Alter, ich komm nicht an dich ran. Ja, geh weg. Ja, jetzt. Was? Du musst dann immer Anna schießen, was schon? Kritisch. Oh, Alter. Denkst du, das hält mich auf? Ab sofort seid ihr alles Gas für mich. Und jetzt entfesselst du mein wahres Potenzial. Alter, nein. Ich bin gleich wieder da. Das Ding muss bald Host und voll badassig sein. Nee, noch nicht. Noch bin ich da. Sir, ja, Sir. Ist ja der Hammer. Seht euch die Kleider an. Ja, da oben ist die Drohne. Jawohl, die Drohne ist weg. So cool, aber warum greifen die uns an? Gladstone? Ich tue ja mein Bestes, aber die KI wehrt sich. Wir müssen sie ganz deaktivieren, bevor ich sie kontrollieren Alter. Kann. Oh. Nein! Wow! Wir haben noch Leute zu killen! Boah! Er schießt einen! Ich sehe hab's! Da geht die ab. Das ist aber würdiges Ende, ne? Oh ja. Boah. Die tut mir trotzdem leid. Ja, die macht's ja nur, weil sie sauer ist, ne? Warte mal, lass mich nicht. Schaffst du's? Nee. Bin unterwegs. Auf die Beine mit dir, Soldat. Ich komm mir echt dämlich vor. Nee. Jawohl, die sie. Boah. Jetzt bin ich gleich echt im Arsch.
war heftig. Oder es sah jedenfalls so aus. Egal, gut gemacht. Ist die jetzt hin? Mal sehen, was das Ding rausstampfen kann. Gladstone, bauen wir ein paar geile Roboter. Boah. Alter. Okay, okay, nicht schlecht. Aber es kommt auch aufs Aussehen an. Denen fehlt das gewisse Etwas. Spritzen wir sie Hyperion Gelb. Ja, Sir. Das habe ich gemeint. Supergeil. Soll ich jetzt mehr davon produzieren? Oh. Na logo. Mondsteine. So Alter. So manches müsste auch aufgebaut. Die haben voll die Mondsteine aus. Ich notiere mir das mal kurz. Cool. Und der unten. Komm mal hin. Und Farben für Hyperion-Waffen. Alter. Okay, alles voller Waffen. Wir können loslegen. Und komm, Mondsteine. Dort rüsten wir dich für den großen Kampf aus. Ich hab einen Skin. Ich auch. Hey, und das ist krass, wir laufen hier in der Luft, ne? Ist ja echt hart. Da hinten ist der Ausgang. Oh, da ist noch ein Mondstein. Hast du gesehen? Hab's gerade aufgehoben. Ja. 68. 183 wieder. Oh. Alter. Ey, die Schrotze, die ist echt mal Hammer. Die hat die richtet ganz schön Schaden an. Vor allem gegen Maschinen auch, ne? Die tut mir sowas von late irgendwie. Irgendwie tue ich die grad betrauert. Oh. Die tut sich halt eben nicht mehr leid, seitdem sie uns angegriffen hat. Hier müssen wir nice. So ist alles. Alter, können wir? Ah, wir müssen Schnellreise benutzen. Wir müssen zu Moxie. Jo. Concordia, jawohl! Da können wir dann auch mal richtig verkaufen. Oh yeah. Wir müssen auch noch die anderen Quests machen, die Schwester vom Pickel finden, ne? Ja, aber jetzt schließen wir schon mal das ab, hätte ich gesagt, oder? Falls wir das ja abschließen können. Ja, wir müssen auf jeden Fall zum Moxie. Wischt mal. Du da? Ich bin da. Sieh schon, dass es bei dir ist. Jawohl, jetzt läuft mir das coole Lied. Ja, abschließen. Oh, ich kann sie nicht nehmen. Moxie, unsere Schönheit. Ey, guck mal, die zwei stehen jetzt hier vor der Bahn, ne? Ich kann nicht abschließen. Wieso? Probier mal du, ob du abschließen kannst. Ah, halt, das ist der. Haha, ich wollte natürlich zum Jetzt ist richtig lustig. Ich habe etwas Beute für besondere Anlässe versteckt. Das hier dürfte einer sein. Bedien dich. Alter, da müssen wir erst verkaufen. Oh Mann, ey. Erst verkaufen? Ey, die Maschinenpistole ist scheiße. Und die Schrotze verbraucht 4 Schuss pro Munition. Okay. Und meine verbraucht 1 Schuss pro Munition. Aber die hat 55 mal 17. Kapitel 7. Trautes Heim, Glück allein. So, lass uns mal die Kiste jetzt hinten öffnen. Miss Moxie Slammer, Alter.
Mehr war da nicht drin. Ich hätte mir da was Besseres vorgestellt. Ja, schlecht war's nicht. Okay, es geht los, Leute. Das Störsignal ist aus. Wir haben eine Roboterarmee. Zeit, die Helios zurückzuerobern und den Todeslaser abzuschalten. Roland und ich stoßen dazu und unterstützen euch. Und ich höre euch von diesem gemütlichen Lokal aus an. Ich weiß nicht, wie haarig die Lage dort oben ist, also rechnet mit dem Schlimmsten. Du gehst mit ihm, ich geh mit der Los Lilith. Geht's. Wir zischen nope. Schnellreise hoch. Du kommst Was? Nach. Nee? Noch nee? Ja, die Wünsche warten. Wir machen noch die Nebenquests. Also schnell zum Schwarzmarkt. Oh, okay. Was, hat er zu? Nee, aber ich kann mir jetzt nichts mehr holen beim Schwarzmarkt. So? Weil ich mir jetzt alles geholt habe. Das könnte alles noch viel schlimmer sein. Wo steht man gerade? 6 Minuten 45. Was? Oh, 2 neue Quests gibt's hier an der Tafel. Ja, nehmen wir mal an. Okay. Na, erstmal holen wir Pickles Schwester. Ja, klar. So. Der Bürriff, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot, aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huxter hat wohl so Audio-Tagebücher über seine Taten geführt und 3 pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Okay. Das scheint mir alles andere als professionell. Das ist hier in der Stadt. Müssen wir hoch zum Bürif? Ken ist fix und alle in letzter Zeit, wegen der ganzen Waffen, wundervolle Waffen! Oh, bloß nur. Ah, warte mal, genau. Wollt ihr doch die besonderen Waffen? Was ist denn eigentlich am Mond? Mondstein-Bonus. Ich glaube, wenn du Mondstein aufsammelst, dass das mehr werden, wenn du die Waffe in der Hand hältst. Oder die Gegnertruppen mehr Mondsteine. Was brauchen wir ja jetzt nicht mehr, also ich zumindest. Erstmal ja, zum Safe. Safe, ja. Oh Gott, der quillt bald über. Hab ich überhaupt noch Platz? Ja, ich hab noch einen Skin. Gladiatoren-Skin. Bereits freigeschalten. Achso, das ist der von. Ja, ich wollte eigentlich bloß schnell die besonderen Waffen nahelegen. Zum Beispiel die hier. Das will ich ja auch, damit ich wieder Platz habe im Inventar. Das ist ja halbes Messi-Inventar, was ich hab hier. Die Scharfschützenknüfte, die probiere ich glaube ich mal aus. Der Rest für Kabe. Okay. Wissen. Oh Gott, ich habe hier noch einen Haufen Granatenmods bei mir drinne, wo ich mal ausmisten müsste. Oh, falscher Raum. Ich weiß,
Ey, Nina hat auch noch Quest. Ja? No. Man hat nur 3 Plätze hier? Beschiss. Missionen? Nee, hier im das Ding, was du dann auf deine anderen Charaktere mit rausholen so, kannst. Ja. So, dann nehme ich mal das Quest von Nina an. Schwester Nina brauchen dich für Liebe. Ach du Scheiße. Falsch gesagt. Nina ist einsam, braucht Partner für Liebeszeit. Nina gefunden 3. Wie sagt man, Kandidaten? Kandidatin noch nicht wissen, das sind Kandidaten. Nimm Blumen, nimm Liebeskarte vom Tisch. Oha. Oha. Soll ich das vom Tisch nehmen? Oder? Wie vom Tisch? Ne, die hat 3 Liebeskandidaten. Die für Liebe braucht. Hier sind Blumen und Pralinen auf dem Tisch. Ja, klar, ne? Was wir mitnehmen sollen. Nina schickt dir Koordinaten, ja? Du suchen Kandidat Nummer 1. Ach, du Scheiße. Kadex? Ja? Schlechte Nachricht. Was? Ich muss irgendwie auf den Timer gekommen sein. Der war die ganze Zeit auf Pause. Ja, deswegen die 6 Minuten, ne? Ja. Das hab ich gerade erst bemerkt. So, hier gibt's irgendwann noch ein Quest. Ich glaube die Hübsche. Hat noch eins. Echt? Redet ihr wieder mit uns? Wahrscheinlich. Ich bin auf jeden Fall hier. Wie ein... Naja, ziemlich alt. Und hier liegt ein Echo. Das ist das andere. Deadlift hat ins Bett geschissen. Gerade aus Paradekissen. Janie hat's gesehen. Deadlift muss gehen. Du könntest was für mich erledigen. Ja, was denn? Ich habe in den Outlands ein altes Notsignal aufgeschnappt. Kann sein, dass jemand Hilfe braucht. Oder es gibt dort fette Beute zu holen. Ich lade dir die Koordinaten auf dein Echo. Okay. Wir werden jetzt überhäuft mit Mission. Ich bin nicht die Einzige, die Signale hört. Sind ein Haufen Schiffe runtergekommen beim großen Bersten. Gab eine Menge Not und wenig Hilfe. Wenn andere auf die Idee kommen, dass dort was zu holen ist, wollen die sicher auch ihren Rüssel in den Trog stecken. Ja, das wäre gut möglich. Sollen's doch kümmern. Ja, ne? Sagt die noch was? Nee. Was macht mein Job? ja, keine Ahnung. Bist du schon fertig? Soll ich dir dabei helfen? Wie läuft die Sache? Du weißt schon, die Sache. Die mit dieser anderen Sache. Hä? Die Sache, die mit der anderen Sache? Hä? Hm? Wie läuft die Sache? Du weißt schon, die Sache mit der anderen Sache. Ja, ja, welche andere Sache? Was ist die erste Sache? Oh Gott! Nein! Oh, ich hab's vergessen! Total durcheinander kommen. Was sowas für... Wäre die andere Sache nicht gewesen, wegen der ersten Sache. Ein neuer Tag im Paradies. Wo ist eigentlich die Lilith hingerannt? Die werden wahrscheinlich jetzt schon hoch zur Helios-Station sein. Hab doch gesagt, die soll im Schlafzimmer warten. Tja. Hui! Peitsch mich, du Sau. So. Beim Büroffen müssen wir jetzt Echos finden. Wird wohl nicht so schwer sein, oder? Wie schwer kann das sein, ne? Halt. Alles wird gut, ganz bestimmt. Oh, dann möchten wir vielleicht auch mal die Quest schnell reinmachen. Ja, mit dem Margot wieder. Oh Gott, welche ist denn das? Das ist die Ding mit der Ding? Nee. Rein Tisch? Jo, rein Tisch. Oh, pass mal auf. Ich seh's doch nicht. Komm mal her. Moment.
Was denn? Hey. Hast du sogar dein Safe schon ganz aufgerüstet? Jo, alles. Ich kann mir jetzt nichts mehr holen beim Schwarzmog. Ja, dann ist es. Der Typ hatte ein Ego so groß wie eine Raumstation. Eine scheiß Raumstation. Und die Dinger, die sind ziemlich groß. Ich ahne was. Ne? Oh, Schwein gehabt. Hier ist ein Knopf. Ja, drück drauf. Hä? Ernsthaft im Aquarium? Was für ein Arsch. Komm, hören wir uns den alten Sack nochmal an. Hä? Okay. Hä? Mein erster Tag im Amt und jeha, ist das herrlich, der King zu sein. Ich hab verdammt hart dafür geschuftet, hab eine Menge Leute geschmiert und bin in mehr als genug Ärsche gekrochen. Aber das war es wert. Concordia braucht einen wie mich, der es durch raue Gewässer steuert. Hart, fair und im richtigen Maße weltoffen. Und wenn dabei zufällig ein bisschen Geld zusätzlich bei mir hängen bleibt, dann nennen wir das Wahlkampffinanzierung. Es ist toll, Hyperion zu verlassen. Dort war ich nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschine. Hier bin ich ein dicker Fisch. Ich muss mal an meinen Metaphern arbeiten. Jedenfalls, die Zukunft ist rosig für Huckster T. Meredith alias Concordias neuer Biriff. Biriff. Bürgermeister und Sheriff in einem. Ha. Wow, wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Mann, ich habe dem Universum einen Gefallen getan, dass ich diesen hinterhältigen Verräterarsch gekillt habe. Du weißt, was zu tun ist. Was? Zerstöre das Ego. Das war geradezu heilend. Oh. Okay, such jetzt das nächste. Was, noch mehr? Immer drauf auf mein Schild. Hey. Schalte dich mal ein bisschen. Ja. Heil mich mal. Wo ist denn das? Muss doch irgendwo wieder so ein Knopf sein, ne? Ah, ein Buch! Hier! Jawohl, drück drauf. Ui. Alter! Alte Bücherregal-Trick, was? Der alte Knacker war ein wandelndes Klischee. Wer versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal? Und wer hat überhaupt noch Bücher? Hören wir spaßeshalber mal rein, was unser Freund diesmal für einen Scheiß verzapft. Spiel es ab! Eine Moxie-Figur! Ich bin reicher, als ich mir je hätte träumen lassen. Beliebt. Am Leben. Neulich kam Philo Simmons, der mit dem komischen Bein zu mir ins Büro und dankte mir für die Aktion Geld für Lebensmittel. Dankte mir, schüttelte mir die Hand, Tränen in den Augen, zitterndes Kinn und alles. Ich bin ein verdammter Heiliger. Nur, warum kann ich nicht mehr schlafen? Klar, ich habe nicht alles Geld für Lebensmittel ausgegeben, aber ich muss doch auch von was leben. Ich bin doch trotzdem, was diese Stadt braucht, oder? Das Universum ist hart und... ja, ich kann mich ändern. Ich kann mich bessern. Einem wie dem wächst nicht immer nach dein Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen aus dem Mund gestohlen. Klar, das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber der war nicht witzig. Zerstören. Noch eins. Ich hab nicht vergessen. Dieser Laser ist dermaßen aufdringlich. Ohne Bühne. Automat im eigenen Büro? Okay, das hat irgendwie Stil. Trotzdem ist der Typ ein Arschloch. Oder besser, war ein Arschloch. Wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Ich weiß nicht. Ich find's schon lustig zu hören, was der tote Typ zu sagen hatte. Na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Sie letzte Nacht. Da, Schlampe. Brachte mich dazu, Hyperion zu verraten.
Mir geht's nicht um den Vorstand. Geldgeile Säcke. Aber die ahnungslosen Arbeiter, die zu töten, ich wahrscheinlich mithelfe. Mir reicht's. Ich gehe. Als ich hier Geld annahm, spürte ich, wie das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben, und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan hätte. Ich hatte die Schlüssel zur Helios. Wenn ich gehe, lassen Sapedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Ich fange irgendwo nochmal von vorn an. Büße für meine Sünden, obwohl ich weiß, dass ich nur weglaufe. Ich verdammter Feigling, ich bin doch der größte Arsch auf dem Mond. Es gibt einen Arsch auf dem Mond, aber ich bin der Größte. Hux wälzte sich also im Staub und wollte alles wieder gut machen, ha? An mir soll es nicht liegen. Verleihen wir ihm Unsterblichkeit mit einem Lied. Zerstöre das letzte Echo nicht. Nimm es, bring es zu Moxie und gib es diesen DJ-Arschlöchern Boom und Rang. Die schulden mir einen Gefallen. Ich habe ihnen diesen Job besorgt. Jawohl. Das wird was. Immer. Gehen wir es ab, bis es abspielen und dann können wir schön Moxies abmoderieren. Jo. Da haben wir eine schöne dicke Adventsfolge. Mindestens. Unsere Zuschauer. Also ich glaube, die Folge ist auch länger als eine halbe Stunde. Glaube ich auch. Verjagt, dass wir jetzt quitt sind. Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön. Während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Beriff? Bring mir ihren Kopf. Ich habe eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen. Oha. Machen wir das noch? Ja, komm. Mann, sogar seine Statue ist hässlich. Verschönern wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Das scheint mir alles andere als professionell. Ja, los, mach! Oh. Das wird dir gefallen. Kennst du die Rakete in der Stadt? Wir werden ein kleines Feuerwerk zünden. Wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Jo. Lasst uns Helden sein. Ah, da hinten war die. Da hinten. Alter, geil. Adventsfolge haben wir entdeckt, was mit der Rakete los ist. Okay, siehst du diese Spitze ganz da oben? Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur. Spring hoch und verpasse sie, Alter. Ey, geil, ja, guck dir das an. Seine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. Achtung! Angenommen, okay, jawohl. Es kann losgehen, Leute. Schade, dass wir das Baby nicht mit einer Pulle Shampoos taufen können, aber was soll's? Starte sie! Fehlt nur noch die passende Partymusik. Hey, DJ-Arschlöcher, lasst mal euren Remix hören. Jawohl. Achtung, ja. Jo. Heftig, geil. Ey, ich flieg mit. Ich flieg mit. Jetzt bleib. Ey, komm mal da zum Lautsprecher. Das war super. Also jetzt mal ganz ehrlich. Ich fühle mich wirklich gut. Voll geil. Oxys müssen wir jetzt, ne? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Doch, aber ich glaub schon. Nee, ich glaub zur Tafel. Das Quest abgeben. Zur Tafel, ja.
Leute auslöschen macht Spaß. Lass uns das irgendwann wiederholen. Geil. Bad XP. Ja. Bereit? Jo. Wir würden uns jetzt noch ein wenig mit der Moxie vergnügen und ein wenig Techno hören. Ja, Leute, die Adventsfolge ist vorüber. Lasst euch überraschen, was zur nächsten Adventsfolge geboten wird. Ich denke, es war einiges dabei. Die Folge wird auch ein wenig länger sein als normal. Hier ist dein Medikit. Ja, wir wünschen euch noch eine schöne Weihnachtszeit auf jeden Fall. Bleibt dabei. Ja. Und wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Servus. Tschüss.